Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Workshop Eine kurze Anleitung zur digitalen Nachhaltigkeit. Dieser Workshop wird gestaltet von Rahel, Panos, Nana und Laura. Im Laufe des Workshops werden wir uns in kleinere Gruppen aufteilen, Breakout-Sessions, und dann die Diskussionsergebnisse wieder zusammentragen in der Hauptgruppe. Und ich denke mal, ich schalte mich jetzt auf stumm, verschwinde und übergebe euch das Wort. Danke, Simon. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Schön, dass ihr alle da seid. Wir heißen euch herzlich willkommen im Namen der Fachgruppe Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das ist eine neue Fachgruppe der digitalen Gesellschaft. Wir haben uns letzten Herbst konstituiert, weil wir glauben, dass die Frage nach Nachhaltigkeit eine ist, die auch die digitale Gesellschaft bewegt und vor allem in Zukunft noch viel stärker bewegen wird. Vielleicht kennt ihr alle das kleine Booklet, das die digitale Gesellschaft schon länger herausgibt. Das Booklet heißt Eine kurze Anleitung zur digitalen Selbstverteidigung. Das gibt so ein paar Tipps, wie man sich selber verteidigen kann, wie man sich selber schützen kann im digitalen Raum. Als wir diesen Workshop konzipiert haben, haben wir uns überlegt, eigentlich sollte die digitale Gesellschaft auch ein Booklet herausgeben, das heißt eine kurze Anleitung zur digitalen Nachhaltigkeit. Wir standen dann ziemlich vor einem weißen Blatt, als wir uns überlegt haben, was könnte in diesem Booklet stehen. Das Thema ist breit, es ist extrem vielfältig, darum auch sehr spannend, aber eine ziemliche Herausforderung, das in eine kurze Anleitung zu packen. Wir sind deshalb heute hier, um mit euch zu diskutieren, was in diesem Booklet stehen könnte. Was wir also machen, ist eine Art Simulation, vielleicht ein Lab, wenn man es so nennen möchte. Wir überlegen uns, falls es dieses Booklet jetzt gibt und wir das gestalten würden, was würde aus unserer Sicht da drinstehen sollen. Wir sind zu viert, Simon hat das schon gesagt, Nana, Panos, Laura und ich. Und wir starten diesen Workshop, der danach interaktiv wird, mit kurzen Pitches, was uns durch den Kopf geht, mit unseren Stories zu digitaler Nachhaltigkeit. Und ich möchte das Wort als erstes an Panos übergeben, der wird das Deutsch und Englisch machen, aufgrund seines Hintergrunds. Panos, du hast das Wort. Yes, hello, ich starte auf Deutsch, ich bin Panos und ich arbeite mit verschiedenen Hüten am Thema digitale Nachhaltigkeit. Zum Beispiel, ich bin Vice Chair der Internet Society in Switzerland und organisiere die Reihe 7 at 7 mit jeden siebten Monat um 19 Uhr im L200, wo bin ich jetzt, und online natürlich mit Corona. Und wir haben im September über Nachhaltigkeit diskutiert und werden es dieses Jahr wieder tun. Und für März haben wir eine Veranstaltung zum Thema Storytelling und Pädagogik vorbereitet, bei der es genau darum geht, wie wir komplizierte Themen wie digitale Nachhaltigkeit einem breiteren Publikum vermitteln. Also, es ist genug auf Deutsch, ich spreche weiter auf Englisch. As a co-founder of Netwood Verein, I was also engaged in transdisciplinary research on the role of physical space and locality in developing sustainable technologies, Nachhaltig Technologie. And one of our projects was called Net Commons. And we try to develop a brand and supporting material and processes for community networks. It's like Freifunk. .net, perhaps you know, and these are community-owned infrastructure. People build their own antennas and fiber for connecting communities to the internet and for running local services. And for me, actually, the project was very successful, but at the same time, it was a traumatic experience for me, because partners of our projects tried to use the brand Net Commons for a blockchain project, which try to commercialize the sharing of internet access using blockchain, a little bit what Airbnb did with the sharing economy concept.
And I reacted to it. And because I reacted, I was threatened and even publicly attacked. And later it was revealed that that blockchain project was supported from the US Army, which was good for me in a way because I was right to have reacted. And although this is a sad story and I don't want to say the details, it was also very educational for me because I felt firsthand the power of cooptation of projects like Commons, Community, and how different big organizations try to take these words and use them in different ways. And the same happens a lot with sustainability. And I think it's very important for this imaginary Rad Geber, the booklet we are thinking of, to distinguish between what is truly green and sustainable and what is what we call greenwashing. And decentralization is another, for example, tricky concept. And blockchain is supposed to promote decentralization, but in ways that actually centralize the whole power of the system to a piece of software and also consume a lot of energy. And related to this, I follow a lot the discussion on Bitcoin. And there are arguments in favor that are saying, for example, that Bitcoin mining is the best way to consume green energy sources like solar energy, or that the bank system consumes more energy, which I think are very problematic ways to see what means digital and Nachhaltigkeit. And what is important, I think, also for the booklet is that we should not discuss about this topic only based on raw energy consumption. It's not the only thing to focus on specific things. For example, a Facebook comment might cost less energy than another distributed system, but because of economies of scale, Facebook has their data centers in very cold climate countries, etc. But the fact that all social interactions are managed by a system like Facebook creates much more need for different usages like advertisements, surveillance, manipulation, artificial intelligence, that all these things even consume more energy. And also Facebook is a system that wants us to be always online. And the same is, for example, with Big Blue Button and Zoom. Perhaps a Big Blue Button video call consumes more energy. I don't know, Zoom does different types of optimizations. But again, Zoom is a huge company. They invest on us having our video cameras always on. They design for this. So trying to understand the different alternatives, I think it's very important to see how all these technologies affect our lifestyles and how we can create technologies that actually are not create dependence on them and actually encourages and help us to depend less on technology itself. And physical spaces like L200 or the Mietwesserei, perhaps you know where Digitale Gesellschaft is based. I think they are very important to be the hosts of such technologies, but also discussions, deliberations, and various learning processes that will help us understand better the different topics. So, yeah, that's for me. You are muted. Rachel, du bist gemutet. Danke, Panos. Ich gebe das Wort gleich weiter an Laura. Okay. Kurz über mich. Ich bin Laura Hagen, Maturandin und setze mich generell für Datenschutz, Datensicherheit und Privatsphäre ein, aber auch für Nachhaltigkeit, sowohl im digitalen als auch in unserer physischen Welt. Was mich persönlich sehr stark interessiert oder halt auch betrifft, ist die Nachhaltigkeit in der Schule oder im Studium mit der Frage, wie kann man digital nachhaltig studieren und lernen? Und wo man dann halt auch auf diese Konflikte kommt, von wegen, ist es besser, wenn ich meine Aufgaben digital löse oder analog auf Papier? Und wie kann ich, wenn ich es bis digital lösen will, diese Technologien nachhaltig einsetzen und auch möglichst umweltfreundlich einsetzen? Um hier ein konkretes Beispiel zu nennen, ist, dass meine Lehrperson nach Corona mehrheitlich unsere Dokumente online zur Verfügung stellen und wir selber aussuchen können, ob wir jetzt im Unterricht den Computer mitnehmen
und die Dokumente dann digital verwenden oder ob wir es ausdrucken und dann so benutzen wollen. Und da stellt sich dann halt auch die Frage, wenn ich den mit dem Computer, den ich jeden Tag aufladen muss und dann mit dem Internet verbinde, ob das dann wirklich viel nachhaltiger ist, als wenn ich es einfach einmal ausdrucke und dann alles da habe. Und dann leitet mich diese Frage auch weiter zu Diskussionen rund um, wie wir Digitalisierung in den Schulen benutzen. Stichwort Microsoft. Wie wir jetzt momentan gezwungen werden, für, falls es zum Fernunterricht kommt, müssen wir alle Teams benutzen und alle Microsoft-Dienstleistungen, die der Schule zur Verfügung stehen, was ich persönlich aus datenschutzrechtlichen Gründen ein bisschen problematisch finde, und aber dann wiederum auch aus Nachhaltigkeitsgründen, weil wir dadurch ja lernen, mit Monopolen uns darauf abzustimmen und nicht alternativ zu denken oder Prinzipien zu lernen, die man dann auf anderen Dienstleistungen benutzen könnte. Und jetzt würde ich das Wort wieder weitergeben an die nächste Person. Danke, Laura. Das Wort geht an Nana. Ja, hallo, ich bin Nana. Ich arbeite für die PEP-Stiftung, die in Zürich-Winterthur auch ansässig ist, und bin sehr lange schon in beiden Diskussionen oder Diskursen oder Communities, sowohl die Umweltbewegung oder Umweltbewegungsgruppen als auch im Hacker-Freie-Software-Kontext. Und ich finde das sehr, sehr positiv. Ich freue mich darüber sehr, dass die beiden Bereiche so langsam zusammenwachsen, was endlich so ist und auch, glaube ich, nicht mehr weggehen wird. Deswegen glaube ich, es ist eine ganz wichtige Diskussion, die wir hier führen. Was heißt es eigentlich und unter welchen Voraussetzungen nutzen wir die digitalen Technologien? Für mich waren in der Vorbereitung, habe ich mit zwei Aspekte rausgegriffen. Erstens würde ich gerne vorwegschicken, ich glaube, insgesamt kann eine zukunftsfähige Nachhaltigkeit nur erreicht werden, wenn in ganz vielen Bereichen eine Prioritätenverschiebung stattfindet. Also es nicht nur gesagt wird, sondern wirklich umgesetzt wird, zum Beispiel unter 1,5 Grad bleiben zu wollen, innerhalb der planetarischen Grenzen sowie auch der Grenzen sozialer Ungerechtigkeit. Dass das einfach insofern eben auch für die Sustainable Development Goals wichtig ist und das an erste Stelle rückt. Und entsprechend, und das wäre der erste Punkt, glaube ich, brauchen wir grundsätzlich Technologien, aber insbesondere eben auch digitale Technologien, die eben keinen weiteren negativen Auswirkungen auf die Umwelt verursachen, die die soziale Ungerechtigkeit nicht weiter verschärfen und entsprechend eben auch bewertet und eingesetzt werden können. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt, mich interessieren insbesondere solche digitalen Technologien, die abgesehen davon, dass sie selber keinen zusätzlichen Schaden verursachen oder die Situation verbessern, wirklich diesen Wandel oder diese Transformation, in der wir uns befinden und die wir brauchen, beschleunigen. Und da, glaube ich, gibt es ganz gute Ansätze, wo Digitalität wirklich ein Vehikel sein kann, selbst eine transformative Wirkung hat durch die Services, die zur Verfügung gestellt werden. Insofern würde ich sagen, ach so, genau, ein Wort vielleicht noch zu Datenschutz und freier Software. Für mich sind das einfach Teile dessen, also ich kann mir keine nachhaltige digitale Technologie vorstellen, die nicht auch hohe Datenschutzansprüche hat und auf freier Software basiert. Und zwar einfach deshalb, weil das für mich zu der Prioritätenverschiebung gehört, die wir als Gesellschaften und als demokratische Strukturen brauchen. Da muss das Primat von der Gewinnorientierung und der Ausbeutung von Ressourcen weg. Und an der Stelle treffen sich die beiden Argumente, auch wenn das für mich, auch wenn das inhaltlich was anderes ist. Entsprechend zusammenfassend würde ich sagen, wir brauchen transformative Technologien, und für den digitalen Bereich kann das zum Beispiel heißen, Technologien, die unterstützen, dass gerecht dekarbonisiert wird, also negative Umwelt- und Sozialauswirkungen dekonstruieren, dass wir eine Dekolonisierung in der Gesellschaft befördern, also ungerechte Zugang, zum Beispiel ungerechte Zugangsstrukturen zu digitalen Mitteln
und Nachhaltigkeit auflösen. Und auch eine, das für mich beinhaltet es auch eine verantwortungsvolle Dezentralisierung, also mehr Wirtschaftsmonopole dekonstruieren und an der Stelle eben diese Prioritätenverschiebung in die Realität zu bringen. Und dann habe ich gedacht, was könnte ein Beispiel sein für sowas? Ich bin viel auch im Bereich nachhaltiger Ernährung unterwegs. Und da ist es so, dass gerade im Bereich solidarische Landwirtschaften in den letzten Jahren eine ganz gute, intensive Zusammenarbeit stattgefunden hat, die sich auch eben an Tools auf freier Software basierend bemerkbar macht, sodass einfach diese verschiedenen Bereiche ineinander greifen und viele Plattformansätze oder auch Verwaltungstools, Webseitenbau so gebaut ist, dass an der Stelle eine kleinbäuerliche, solidarische Lebensmittelversorgung, die Natur respektiert und Biodiversität schützt, durch die digitalen Mittel ganz, ganz viel mehr Möglichkeiten erreicht hat. Ja, das wäre es von mir erstmal. Danke. Danke, Nana. Zum Schluss ein kurzer Input von mir. Es gibt in meinem Freundeskreis ein Spiel, oder vielleicht ist es auch ein Ernst. Wenn wir die Situation haben, dass es einen gemütlichen Abend gibt mit Freundinnen und Freunden, wir haben gutes Essen, Wein, gute Gespräche, dann gibt es in der Mitte des Tisches einen Korb, wo alle ihr Smartphone reinplatzieren. Und das lassen alle den ganzen Abend da drin. Man versucht es auf jeden Fall und derjenige oder diejenige, der es als erstes rausnimmt, schuldet dann beim nächsten Essen eine Runde irgendwas. Und das ist für mich ein sehr spannendes Beispiel für die Frage, was ist eigentlich nachhaltige Digitalisierung? Weil ist es dann ein besserer Abend, wenn ich nicht dauernd was auf Google suchen kann, wenn ich nicht dauernd mit Abwesenden über WhatsApp oder andere Messenger kommuniziere? Also wie können wir digitale Nachhaltigkeit sozial sinnvoll einsetzen? Was braucht es dafür für persönliche Kompetenzen? Was braucht es vielleicht auch für Regeln auf einer anderen Ebene, auf einer Systemebene? Mein Name ist Rahel Estermann. Ich habe die letzten 3 Jahre doktoriert in Soziologie an der Universität Luzern auf der Schnittstelle von Digitalisierung und Gesellschaft. Ich bin auch engagiert bei den Grünen und genauso hier in der digitalen Gesellschaft in eben dieser Fachgruppe Digitale Nachhaltigkeit. Ihr habt nun von je uns 4 einen Inputs erhalten, die euch hoffentlich angeregt haben, über eure eigenen Geschichten und Gedanken zu digitaler Nachhaltigkeit nachzudenken. Und jetzt seid ihr gefragt, wir gehen jetzt in Breakout Rooms. Wir werden 4 Räume haben. Je eine Person von uns wird in den Räumen sein. In allen Räumen wird dasselbe diskutiert, nämlich genau eure Überlegungen und eure Anliegen zu digitaler Nachhaltigkeit. Falls ihr den Raum mit Panos nehmt, da wird die Diskussion auf Englisch sein. Alle, die das Englische nicht mächtig sind oder nicht diskutieren möchten auf Englisch, geht einfach nicht in den Raum mit Panos. Wie ihr wisst, bei den Breakout Rooms ist es knallhart. Wir haben 15 Minuten und nach diesen 15 Minuten landet ihr kommentarlos hier wieder im Plenum. Also das gilt es gut im Auge zu halten, was die Uhr zeigt. Und Laura richtet jetzt diese Breakout Rooms ein. Ihr erhält das jetzt dann gleich auf euren Bildschirmen und ich wünsche euch eine gute Diskussion. Genau, und nur kurz, Panos wird im Raum, im Raum 4 sein. Test.
So, wir haben es angekündigt, der Wechsel ist hart und ist passiert. Wir sind wieder alle zusammen im großen Raum. Dieser Teil wird auch wieder wird gestreamt und ist auch schlussendlich dann im Video zu finden. Das heißt, was ihr jetzt einbringt, wird für die Nachwelt erhalten bleiben. Ich schlage vor, wir gehen kurz durch, was wir diskutiert haben in den Räumen, einfach, dass ihr auch einen Einblick habt, was andere hier für Gedanken dazu hatten. Panos, magst du mal erzählen, was in deinem Raum oder jemand aus deinem Raum mag vielleicht erzählen, was ihr diskutiert habt? Ja, ihr könnt anfangen und wir sind nach. Okay. Frage ich Laura. Ja, ich bin mit Panos hinzugegangen, weil es ein kleines Problem gab. Hierzu möchte ich mich bei allen Teilnehmenden auch noch kurz entschuldigen. Ich hätte vielleicht erklären sollen, dass, wenn man in die Breakout Rooms geht, man den Raum selber aussuchen musste, in welchen Raum man hätte gehen wollen. Also ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen zusammenfassen soll, darf, was bei Panos diskutiert wurde, oder ob sich vielleicht jemand von den Teilnehmenden melden möchte. So, I start. Okay, so in our room we were a very small group, but very interesting. Chris was from the scientific perspective, and Catherine used to work for Google, and she works on the... So I would give the word to both of them a little to say a very short summary of their perspective and their profiles. Chris, you want to... say a few words. English or wollen wir auf Deutsch? Deutsch ist okay. Also ja, wir waren eine kleine Gruppe zu dritt und haben kurz diskutiert, eben über die Schwierigkeit auch, komplexe Zusammenhänge im Zusammenhang mit digitalen Lösungen oder Nachteilen von digitalen Lösungen, dann auch einem breiten, nicht spezialisierten Publikum zu vermitteln. Und ja, wir haben dann auch noch über die ökologischen Kosten, also speziell Stromkosten von die diversen digitalen Lösungen, wie man das berechnen kann quasi, was man alles einbeziehen müsste, damit das irgendwie eine sinnvolle Rechnung gibt, ob sich der Einsatz von gewissen digitalen Lösungen dann auch auf ökologischer Ebene lohnt, ob das beneficial ist. Und ja, das war, glaube ich, so ungefähr die Hauptpunkte, die wir diskutiert haben. Wenn jemand anderes noch etwas ergänzen möchte. And Catherine comes from the dark side, so she's very interesting. Ich habe lange bei Google gearbeitet. Ich arbeite nicht mehr da. Ich mache inzwischen halt so Ressourcenschätzung für Cloud-Kunden, so als Beratung. Und von daher interessiere ich mich halt dafür, wie man abschätzt, wie viele Ressourcen und indirekt darüber auch, wie viel Elektrizität bestimmte Cloud-Dienste einfach brauchen. Das interessiert mich halt. Das andere, was mich halt interessiert, ist, ich habe halt viele Bekannte, die mich immer fragen, ja, wie funktioniert denn das eigentlich und wie werde ich denn jetzt immer getrackt und da muss ich jetzt immer mein Telefon ausschalten. Und ich bin dann immer ganz überrascht einerseits, wie misstrauisch Leute sind in manchen Dingen und wie völlig vertrauensselig sie in manchen anderen Dingen sind. Und ich bin aber leider ganz furchtbar schlecht darin, komplexe technische Zusammenhänge Laien zu erklären. Und deswegen habe ich gedacht, ich würde mich gerne einem Projekt anschließen, das sowas macht, wo ich aber mit Leuten zusammenarbeiten kann, die besser erklären als ich. Okay, so this is our summary. I said to both of them that we collect emails.
should people write on the public chat their email or Ja, genau. Das wäre das Ziel. Ich werde gleich nachher noch was sagen zu unserer Gruppe, aber wenn Panos das schon angesprochen hat, alle, die Lust haben, an diesem momentan imaginären Booklet weiterzudenken, das Ziel ist offen, ob es dann ein Booklet gibt, aber das, ich glaube, es ist gut, das anhand dieses Booklets durchzudenken. Alle, die Lust haben, da weiterzudenken, schreiben bitte ihr E-Mail im öffentlichen Chat-Fenster, das ihr seht. Wir werden das für uns dann aufschreiben und bei euch melden, uns bei euch wieder melden. Genau. Dann, ich sage kurz einen Aspekt aus meiner Gruppe, ich gebe dann noch Nana das Wort. Ein Aspekt, der bei uns kam, war auch, dass wir die Grundsatzfrage stellen müssen, was der Zweck der Digitalisierung ist, ob es sich auch lohnt. Und erst dann lässt sich auch sagen, ob wie etwas nachhaltig sein kann. Das Urteil soll darin einfließen, ob es sich lohnt, zu digitalisieren oder nicht. Nana, magst du ergänzen? Ja, also ich finde, dass die ganze kurze, sehr intensive Diskussion sich quasi an der Linie entlang gehangelt hat, wo und wie greifen eigentlich die Kapitalismusmechanismen rein in das, was nachher als digitale Services und Produkte genutzt, aber auch angepriesen oder vielleicht auch zurückgewiesen wird. Von Einzelnen, von Organisationen, von dem Mainstream, wie man es halt so macht oder wo man eine Aufmerksamkeit dafür hat oder nicht. Oder was Menschen als problematisch auffällt oder nicht. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Linie, die es lohnt, noch besser zu verstehen, weil einige dieser Dinge sind allgemeine Problematiken, zum Beispiel Rebound-Effekte. Das ist durch alle Branchen zieht sich das durch. Oft hat es mit dem Stromangebot zu tun, ist ja auch in anderen Branchen so. Und dann geht es einfach um Dekarbonisierung und einen anderen Umgang mit Strom oder mit einem anderen Umgang mit Innovation auch. Und an anderer Stelle sind es aber vielleicht spezifische Dinge, die speziell für den digitalen Bereich wichtig sind. Und an diese spezifischen Dinge fände ich, das wäre ganz wichtig, da weiter zu gucken, wie man das rausarbeiten kann, weil ich glaube, dass diese spezifischen Dinge auch Hebel und Ansätze sein können, um eben solche Rebound-Effekte zum Beispiel oder andere nicht nachhaltige Entwicklungen zu reduzieren oder zu beenden. Und dann wollte ich auch noch ein Wort sagen zu dem Booklet. Also es kann ein Booklet werden. Wir haben aber auch in der Vorbereitung gesprochen darüber, dass die ganze Problematik ist ja selbst Teil dieser Transformation. Insofern sind Dinge sehr schnell wieder veraltet und wir wollen mit einbeziehen in die Frage, wie man so eine kurze Nachhaltigkeit zur digitalen Nachhaltigkeit schreiben kann. Auch eben die Frage zu bearbeiten, in welcher Form ist das überhaupt sinnvoll? Können wir irgendwie eine Art Wissensbasis koordinieren? Wie hält man das aktuell? Auf welche anderen Schriftstücke bezieht man sich? Und wie schafft man es, dass das wirklich ein lebendiger Diskurs ist, der einerseits einfach zu verstehen ist und niederschwelliges Eintreten und Informationen für Leute bedeutet und andererseits inhaltlich auf dem aktuellen Stand bleibt und die Diskussion nach vorne bringt. Ja. Danke, Nana. Ich glaube, es ist eine wichtige Ergänzung, die du gemacht hast. Das ist nämlich eine der Herausforderungen. Was ist die richtige Form für so eine Wissensbasis? Es ist jetzt Punkt 16.15 Uhr. Der Workshop geht offiziell zu Ende. Ich habe es sehr spannend gefunden, euch zuzuhören. Wir danken euch ganz herzlich für euer Mitmachen. Alle, die jetzt da ihre Mailadresse platziert haben oder das in den nächsten paar Sekunden noch tun, hören wieder von uns. Wir bleiben dran am Thema und freuen uns, wenn wir hoffentlich die Welt irgendwann ein bisschen digital nachhaltiger machen können. Danke euch ganz herzlich von unserer Gruppe aus und viel Spaß am weiteren Winterkongress. Es geht noch ein paar Stunden. Vielen Dank auch von mir. Ciao, merci. Vielen Dank.